damit ein herzliches Willkommen zurück zu Empires & Puzzles. Wir haben volle Energie. Und wir machen jetzt die letzten drei Dinger hier von Mount Mori. Oh, das ist das rote Buch, was ich immer gebraucht habe zum Aufleveln. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Aber erstmal müssen wir hier kurz ein bisschen was umändern. So. Gut, vielleicht nicht das, sondern eher Pfeilangriffe. Und los geht's! Machen wir den Gegner kaputt. Oh, yeah. So, wie möchten wir es halten? Genau so. Okay, so wollte ich die Kombi jetzt eigentlich nicht, aber... Hier kriegen wir eine Dreier-, Vierer-Kombi sogar hin. Oh, oh, oh. Ja, Halleluja! Ist doch alles sehr schön. Ja, damit komme ich auch sehr, sehr gut klar. Nehmen wir den. Natürlich verfehlt, war ja klar. So geht's natürlich auch. Wie machen wir es? Machen wir so. Hauptsache, wir kriegen Special in irgendeiner Form und Weise full. Also für gleich natürlich. Jetzt müssen wir erstmal Würmele da ein bisschen auf die Sackle hauen. So. Alles schön, alles gut. Oh, das habe ich jetzt gar nicht so geplant. Aber okay. Kann ich mit existieren? Ey, ich bin nur ehrlich. Jetzt haben wir noch diese da. Weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Dann, nee, danach kommt noch nicht die Gegner. Die Endboss-Welle, die kommt gleich erst. Also praktisch jetzt gleich. Das heißt, jetzt müssen wir unseren Special so ein bisschen aufladen. Und warum? Genau, weil wir es können. Weil gerade immer die letzten, die Big Bosse, die wollen ja auch erstmal besiegt werden. Und das ist ja auch nicht zwingend immer einfach. Ah, ja komm, machen wir einmal. Dadurch kriegen wir immer den blauen wieder. Nicht ganz auf Max, aber das ist jetzt auch erstmal egal. Kriegen wir schon hin, kriegen wir schon hin. So, erstmal ein Würmchen weg. Wenn es mal funktionieren würde. Jetzt ist er weg, wunderbar. Jetzt ist er noch Skeletarius Maximus, jawohl, auch weg. Go, jetzt Big Boss Battle. Oh, das Meister hat auch noch verfehlt. Alter. Das ist alles andere als gut. Also bei dem geht aber sehr, sehr viel immer daneben. Der will doch nur sein Special voll haben, der alte Korinthenkacker hier. Ja, das macht nichts. Wir können uns heilen. Das hat getroffen, das war sehr gut. Aber der wird sein... Das finde ich auch mal so geil. So, sein Special trifft immer. Unser Special hat jetzt auch getroffen. Aber wir hatten ja auch schon Dinge, wo es eben nicht getroffen hat. Und das ist ja eben das Fatale, gerade bei diesem Nebel. Kriege ich wenigstens ein Buch? Ne, war klar immer. Das, was man braucht, kriegt man nie. Naja, oder fast nie. Aber wir haben immerhin die Monsterkiste fertig. Das ist auch sehr, sehr schön. Eine Beschwörungsmünze. Die hebe ich mir aber für, wenn man mal wieder eine schöne, diese Questreihe hat. So, ist da unten Dreck auf meinem Tablet. Was soll das? So. Wespen. Auf sie mit Gebrüll.
So, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen dann das, dann kommt da der Combo und da haben wir dann vierfachen Combo und dann alles supi. Schönes Ding. Und irgendwas am Rücken gerade bei mir. Kennt ihr das, wenn da so ein Gefühl ist, als wenn euch was in den Rücken sticht oder so, als wenn da irgendein Viech sitzt? Was natürlich nicht tut, ne? Aber so bei Wespen kriege ich immer so ein Gefühl, dass mir irgendwas gerade irgendwo am Pieksen ist. Fragt mich nicht, warum das so ist. Ich bin paranoid. Naja. Ja, für die nächste Welle heben wir uns die ganzen Specials auf. Und jetzt gibt's auf die Nuss. Toll, und wo können wir jetzt angreifen? Mitte. Geil. Super. Es macht Sinn. Immerhin, wir können die Wespe noch kurz angreifen. Immerhin, die Wespe ist sogar weg. Juhei. Müssen wir uns aber irgendwie wieder nach rechts erstmal wieder vorkämpfen. Okay, da können wir ein grünes Juwel, das ist gut. Weil das ist für uns ja auch zum Heilen und wir können es dann auch eigentlich zünden, ist ja egal. Hat zwar jetzt nicht so viel gebracht, aber besser als gar nichts. Und wir können auch gleich ein lilanes Juwel spawnen lassen. Komm, und jetzt zünden wir das lila Juwel. Dann haben wir immerhin schon mal den Special von ihm wieder voll für die letzte Ebene. Gut, blau haben wir zwar voll, aber das ist ja erstmal egal. Grün müssten wir auch ein bisschen, falls wir noch eine Heilung brauchen. Ich glaube zwar nicht, dass der Endgegner groß lange leben wird, wenn wir ihm hier so gleich derbe auf den Sack geben. Okay, es ist wieder. Immerhin treffen auch die Specials. Und das ist ja auch schon eine ganze Menge wert. Ich sehe schon, komm, der Gegner ist vor seinen Nebenbuhlern da im Eimer. Okay, hab nichts gesagt. Im gleichen Zuge. Nur eine Aktion später. Yay! Ach, hier kriegen wir einen Kampfleitfaden. Das ist ja herzhaft, aber ich brauche eigentlich jetzt Kettenhemden. So, letzte Ebene hier. Oh, die hätte ich. Ameona. Die hätte ich gerne in der Gruppe drin. Warum ist denn der Hintergrund so schmatt? Von denen. Zumindest können wir gleich noch in das nächste Chapter einmal reinlinsen. Das werden wir wohl noch hinkriegen. Ey, obwohl die Charaktere so was von stark sind, also zumindest die, die auf Level 75 sind. Aber trotzdem machen wir nicht so den Schaden, wie ich ihn gerne hätte. Naja, gut, man kann nicht alles haben. Warum heule ich gerade rum? Jetzt haben wir immerhin ein gelbes Juwel. Auch wenn wir es gerade nicht so feierlich brauchen. Ach du blöde Latüchte, geh doch einfach kaputt. Das Ding will mich doch jetzt verarschen. Na also. Ja, jetzt kommen Kombos. Ja klar, Kombos. Jetzt erst. Ja, moin. Wir haben zwei Gegner schon weg, das ist an sich gut. Das ist erst die zweite Welle, also von daher alle gemächlich bleiben, Leute. Wir müssen jetzt erst unsere Specials auffüllen. Das heißt aber nicht, dass wir sie jetzt nicht einsetzen dürfen. Sind ja genügend Gegner da, also von daher keine Panik.
Schaffen wir locker, das alles hier voll zu machen. Vielleicht sollten wir es. Na, ich bin kein Fan davon, das jetzt einzusetzen. Außer natürlich, es ist die Heilung. Schöne Kombi. Finde ich gut, finde ich gut. Nur jetzt haben wir Wissen schon mal. Einer ist schon mal AFK. Den zweiten kriegen wir doch wohl auch noch hin hier. Immer noch. Ah, jetzt. Na, also. Ja, das sind die Ranken. Die Ranken sind das Nonplusultra. Also ich denke, wir sind sehr gut gewappnet für das Ende dieses Kapitels. Immerhin, wir haben schon mal einen Gegner weg, aber die alte hat ja den Zustand Geist am Ende. Ich glaube, für eine Runde können wir sie da nicht treffen, egal was wir fabrizieren. Ob das gut oder schlecht für uns ist, sei jetzt mal dahingestellt. Am besten wäre es natürlich, wenn wir sie vorher kaputt kriegen. Ja, jetzt hat sie den Geist. Das heißt, jetzt können wir sie auch nicht treffen. Jetzt müssen wir erst warten, bis sie wieder sichtbar ist. Ergo, bis sie uns angreift. Oder es bleibt einfach. Ja, können wir eigentlich nur unseren Special mal voll machen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Gut, dass die Alte sich nicht in der Zeit heilt. So, perfekt. Jetzt hauen wir ihr aufs Maul. Ein Angriff. Aber die hätte ich echt gerne in meiner Gruppe. Weil gerade wegen dem Geistzustand ist das eigentlich relativ vorteilhaft. Ich kann es zwar kaum glauben, aber es ist klar, dass mein Vater etwas mit dem dunklen Schicksal dieses Landes zu tun hat. Wenn du das sagst, dann wird das wohl so stimmen. Aber wir haben keine Truppen oder so gefunden. So, gehen wir Felsen von Aniane. Hat sich da nicht damals die kleine Meerjungfrau in den ins Tod gestürzt? Wir sind schon weit in diesem Land gekommen. Einmal ringsrum. Dem Warlord gehen die Soldaten bisher noch nicht aus. Das ist nicht gut. Was immer er uns auch entgegenschickt, wir werden es besiegen. Tapfer gesprochen, mein Freund. Sehen wir mal, ob es auch der Wahrheit entspricht. So, dann gucken wir mal nach. Immer noch 8, das ist wunderherrlich. Danach haben wir auch keine Punkte mehr. Erstmal. Aber das macht nichts. Wir können ja zur Not auffüllen. Aber da es schon spät ist und ich nächste Arbeit muss, ja, also jetzt aktuell ist es Sonntag, wo ich das ja aufnehme. Und ich muss ja auch noch irgendwann mal schlafe und naja, meine Sachen für morgen für die Arbeit vorbereiten. Also so diese typischen Pausenbrote, die man ja kennt. Muss ja alles gemacht werden. Aber das schließen wir hier noch ab. Aber wir kommen immer noch sehr, sehr gut voran aktuell. Also kann ich ja sagen, wir kommen gut durch. Ich weiß, ich sollte den Tag nicht vom Abend loben. Aber es ist ja so. Wir kommen gut durch. Nicht so schnell wie damals, wo wir total over waren. Aber wir kommen gut voran. Und ich bedanke mich immer noch bei jedem, der wirklich immer noch dabei ist. By the way, wer ist eigentlich von Anfang an dabei? Also wirklich von Beginn dieses Projektes, von Part 1 an. Ich glaube, da wird es ein bisschen mau aussehen. Egal. Kannst du machen nix. Musst du gucken doof. So, wir sind ja erst Gott sei Dank in der dritten Welle. Haben danach noch eine vor uns, wo wir unsere Specials auffüllen können. Oder wir können sie jetzt schon auffüllen, dann in der vierten nochmal raushauen. Außer die Heilung, die muss natürlich sofort sein. Gut, eigentlich ist es Banane, aber. Ich habe lieber eine gute Vorbereitung.
So, und jetzt können wir mal gucken, wie viel ziehen wir ab. Joa. Und jetzt heißt es, den Gegnern auf den Sack geben, dass wir unsere Specials vollkriegen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut sogar aus. Ihn haben wir auch voll. Jetzt brauchen wir nur noch Sonja und unseren Tibertus. Aber das kriegen wir ja jetzt wohl hin. Ah, jetzt heilen. Ja. Perfekt. Und alle Specials sind gefüllt. Naja, das war ja jetzt wohl nix. Mit dass wir irgendjemanden hier plätten. Aber wir können ein blaues Juwel erschaffen. Geht der Gegner ist schon mal weg, der eine. Sehr, oh, sehr, sehr schön. Jetzt hauen wir mit unserem blauen Juwel. Dann ist Sonja auf jeden Fall voll. Aber ich denke, dass der Gegner schon vorher wahrscheinlich das Zeitliche segnet. Durch einen Rankenangriff von unserem Gandalf, dem grüngrauen. Mit grüngrauem Star. Können wir ja eigentlich gleich nochmal leveln. Oh, Milizbogenschützen, sehr schön. Als nächstes würde wieder Nebel kommen. Nee, wir haben tatsächlich den Krieg verloren. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Mann! Haben 100 Pro die anderen wieder. Weil manche, die nehmen am Gildenkrieg hier teil und greifen nicht einmal an. Ganz ehrlich, dann nehmt den Haken raus, ey, ganz ehrlich. Seriously. Cerealien, was wollte ich jetzt? Ach ja, leveln. So, Tibertus ist voll. Das heißt, wir können Sabrina noch ein bisschen leveln, weil ich habe sonst nicht wirklich viel zum Leveln. Außerdem ist dann unser Team 3 auch mal ein bisschen stärker. Ich habe sonst auch niemanden zum Leveln. Ja, Priska könnte ich höchstens vom Dings her noch leveln. Vom Kostüm. Egal, machen wir erstmal Jon. Okay, haben wir nichts. Blau haben wir gar nichts, was wir groß leveln können, also was sich lohnt. Wir könnten höchstens versuchen, Gunnar irgendwie. Dann teilen sich ja den Schaden 5 Züge gleichmäßig auf, weil eine Verteidigung für 5 Züge. Ach nee. Nee. So, jawohl. Auch ein Level up. Level 60 ist die gute jetzt. Also Team 3 wird doch schon sehr, sehr viel stärker. Aber natürlich mache ich ja nichts. Können wir ja einmal kurz durchgucken. Team 1 hat eine Stärke von 4.116, dann 3.888, also 38, 38, 34, 10, 3.46 und jetzt kommen die unter 3 sind, nämlich 29, 18 und 28, 70. Die beiden Teams muss ich noch verstärken, dass die auf 3.000 irgendwie kommen. Ich habe nur leider keine Ahnung wie. Oder was ich da noch machen kann. Naja, das soll es erstmal für heute, auch für diesen Part gewesen sein. Bis dahin verabschiede ich mich von euch, bedanke mich fürs Zusehen und sage auf wieder geschaut.